Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Produktvorstellung von Shisha for You. Heute geht es um den sehr schicken Hotshot RT aus dem Hause Sapphire. Das Ganze wurde uns von Smoking Shisha, also www.smoking-shisha.de, zur Verfügung gestellt. Vielen lieben Dank nochmal an dich, Michael. Das ist echt super, dass du uns die Sachen geschickt hast. Wie ja auch schon den Kohleanzünder und auch noch die LED-Unterleuchte, die wir auch noch vorstellen werden. So. Ja, während ich euch den Kopf zeige, bereitet Michi schon mal die Shisha vor. Der Kopf kostet bei Smoking Shisha 13,95. Es gibt den ganzen auch noch mit Kamin. Dann liegt er bei etwas über 15 Euro. Das ist aber erstmal die Standard-Version in der Farbgebung Johnny Utah. Das Ganze gibt es auch noch mit anderen lustigen Namen, wie zum Beispiel Bob oder Freddy Kai. Ja, die Namen konnte man sich ja selbst aussuchen sozusagen. Es gab nicht so ein richtiges Voting, aber man konnte Namensvorschläge machen für die einzelnen Farben. Hier halt die blaue Variante. Das heißt, Smoking Shisha hat noch die Community sozusagen mitentscheiden lassen, was ja eigentlich echt eine sehr gute Idee ist. Auf der anderen Seite ganz normale Anschluss für ja, den Kopfadapter oben auf der Shisha. Das Ganze sieht eigentlich typisch wie immer aus. Wir haben hier oben die Löcher etwas seitwärts. Das heißt, wir haben hier unten drin eine Fläche, wo wir den Tabak reinlegen können. Und haben dann nach außen hin gerichtet Löcher, wo Luft durchziehen kann. Der Kopf fühlt sich sehr schön glasiert an. Hat hier auf der Seite auch noch so ein paar Hubbel. Und wirkt durch dieses ja, blau marmorierte, also mit diesen helleren, weißeren, hellblauen Stellen zwischendurch drin, echt sehr schick. Ich werde jetzt mal vor euren Augen einen kleinen Kopf bauen, um euch mal zu zeigen, wie man bei dem Ganzen ein Setup macht. Ich hoffe, ihr seht das hier gleich alle. Ja, so richtig optimal ist das gerade noch nicht. Warte, ich stelle euch nochmal um, beziehungsweise ich ziehe euch ein bisschen höher. So, ja, was alles mit so einem kleinen Handstativ geht. So. So passt das Ganze doch. So, dann müssen wir einmal da vorne den Fokus hinlegen. Vielen Dank nochmal für den Tipp. Ich weiß gar nicht mehr, wer mir den Tipp gegeben hat, aber wenn man kurz bei den Kameras die Hand dahinter hält, dann zieht er den Fokus automatisch auf das Teil da vorne. Klasse. So. Ich... Ja, irgendwie ist das noch nicht so optimal. Wir schalten einfach mal den Kameramann mit ein, dann passt das Ganze auch schon wieder. So, und zwar werde ich jetzt einfach mal ein bisschen Tabak reinlegen, damit ihr genau sehen könnt. Ich streue das Ganze hier einfach so ein bisschen in die Mitte rein, rupfe den Tabak so ein bisschen auseinander. Wichtig ist bei dem Kopf nicht allzu viel Tabak reinmachen, wirklich nur kleine Mengen. Gerade Tabaksorten wie zum Beispiel Tobacco, oder auch Aloha oder Takeaway lassen sich ja auch mit kleinen Mengen echt sehr gut rauchen. Ich streue das hier sozusagen einfach nur da rein. Guckt, dass an den Löchern immer noch so ein bisschen Platz ist, sodass halt auch die Luftzufuhr, beziehungsweise die Luft, die man dann einzieht, auch dort gut durch kann. So. Jetzt brauche ich mal ein bisschen Alufolie gleich. Master hat mich leider nicht gehört. Das wäre jetzt schön gewesen, aber na gut. So, das erstmal zur Tabakmenge. Ich würde schätzen, dass das ungefähr zwischen 4 und 6 Gramm sind. Roundabout. Ich hole euch ganz kurz Alufolie und mache dann mal die Lochung. Ey Digga, wo haben wir Alufolie? Wo? Hier? Boah, ich kann es nicht mehr lange so halten. Nein. Nadel. Sind die hier? Nadel?
Tja. So. Ja, wie ihr seht, vorbereitet wie immer. Zack, zerab. Ja, das Ganze einmal so darauf. Jetzt einfach einmal so ein paar Löcher rein. Zack, zerab, fertig ist der Kopf. Und wir sehen uns gleich beim Rauchen. So, ihr Lieben, wir sind jetzt am Rauchen mit dem Hotshot RT. So. Ach, es ist schief. Natürlich ist es schief. Ah, oh Mann, es ist echt schief. Ja, gefühlt bewegt die sich auch alleine einfach, Mann. Ich weiß es halt auch nicht. So. Ja, schon wieder. So, Hotshot RT, ja, Lochung etc. habt ihr gesehen. Ja, rauchen jetzt mit zwei Stückchen Bambuschas da oben drauf. Und ja, erzähl doch mal was. Ja, zum Kopf selber, ne? Nicht zum Tabak, ne? Wir haben übrigens einen neuen Tabak drin, deswegen, also eine neue Sorte, die wir noch testen, aber das im nächsten Video. Ja, Finn hat ja schon alles vorweggenommen, als ich die Shisha gemacht habe. Muss sagen, ich bin positiv überrascht vom Durchzug. Bin sehr positiv überrascht vom Kopf selber, vom Aussehen her, weil das mir etwas Besonderes ist. Und bin zudem auf jeden Fall sehr, sehr überrascht, dass das ein sehr leichter Kopf ist, der sich meiner Meinung nach irgendwie voll nach Plastik anfühlt, was aber kein Plastik ist. Ja, er ist wirklich sehr, sehr leicht. Er fühlt sich sehr hohl an. Ja. Aber, Na gut, er ist ja auch hohl. Ja, an sich schon, nur von dem Material auch sehr... Also es ist sehr hochwertig. Ist irgendwie, weiß ich nicht. Wenn ich das Teil in die Hand nehme, dann... Das ist so für mich der Unterschied zwischen, keine Ahnung, was kann man da für einen tollen Unterschied nehmen? Ich glaube, wir können die eigentlich alle bauen, ne? Wenn wirklich jemand alles kann, das ist Köpfe. Ja, ich suche gerade einen Raumvergleich irgendwie dafür. Das ist der, weiß ich nicht, der Unterschied zwischen einem Billig-Wodka und einem guten Wodka. Das sieht man schon anhand der Flasche und wie sie sich anfühlt. Das ist einfach so. Das ist echt, also... Ja, ihr wisst, was ich meine. Das stimmt auch. Der fühlt sich echt gut an. Die Glasur ist echt sehr gut gelungen. Genau. Ich finde auch, dass der optisch sehr gut aussieht. Und der Durchzug ist wirklich echt richtig, richtig gut. Also das kann man nicht anders sagen. Meine vergleichbaren Köpfe kosten genauso viel, wenn nicht sogar mehr. Aber was gibt's denn da Tolles in den Specht und so eine Geschichten und so. Ja, den wir übrigens auch hier haben, wo wir das Rohr immer noch nicht haben. das hätte ich schon lange getestet für euch. Ja, also wie immer, ich glaube, wir hatten auch noch nie irgendwie einen Kopf von Smoking Shisha, der auch nur irgendwie in geringster Weise schlecht war. Nö, also die ganzen Safal-Produkte, die wir jetzt getestet haben, ob das Funnel war oder der Vortex, die sind echt immer qualitativ sehr hochwertig. In der Regel, also ich weiß zumindest, dass die Einhochköpfe made in Germany sind. Mhm. Bei dem bin ich mir gerade nicht sicher, aber es ist auf jeden Fall ein sehr hochwertiges Produkt. Ich finde, der Preis ist auf jeden Fall berechtigt. Er hat einen guten Durchzug. Er umfasst nur sehr wenig Tabak. Das ist ganz cool. Ich hätte gesagt, so circa 5 Gramm müssten das gewesen sein. Es sieht nach wenig Platz aus, aber passt anscheinend doch gut was rein. Ne? Genau, aber dann halt doch nicht so viel wie bei der Funnel Bowl. Ne? Bei der Funnel Bowl haut man ja echt immer massig rein. Also für ein, zwei Leute ist es optimal, ne? Ich denke auch. Optimal. Also von mir gibt es auf jeden Fall eine klare Kaufempfehlung. Ja, um es kurz zu fassen, von mir auch. Ich finde es gut, dass sich Leute Gedanken darüber machen, wie sie sowas verbessern können, was es für Alternativen gibt, auch gute Produkte auf den Markt bringen und nicht einfach irgendwo ins Ausland vielleicht gehen und da mal kurz den netten Arbeitern dort sagen, dass sie es einfach machen sollen und dann wieder hier importieren und einfach für, was weiß ich, 30, 40 Euro verkaufen, so in etwa. Also es gibt ja solche Leute. Ich finde es gut, dass sich jemand Gedanken darüber macht, was er jetzt auf dem derzeitigen Shisha-Markt den man verbessern kann und halt auch für die Leute anbietet, auch so einen direkten Kontakt halt zu den Leuten. Also, ja, ich merke das bei Facebook und so. Und, er hat ja extra nachgefragt, wie er sie auch nennen soll, etc. Was er dir vorhin schon erzählt. Macht auch Wettbewerbe und so. Also Daumen hoch, so muss das sein. Das sind gute Produzenten, die sich, sag ich mal, mit der Materie auch mit den Kunden, sag ich mal, mit beschäftigen. Befassen, ne? Ja. Das ist genau Sinn und Zweck, meiner Meinung nach, gerade in so einer Community, wo es eigentlich um Gemeinschaft geht. Ja. Ja, klare Kaufempfehlung auch von mir. Preis ist gerechtfertigt. Denke ich auch. Vielen lieben Dank nochmal an dich. Genau. Michi,
oder Micha oder Michael, Abkürzung, Michi, Micha, wie du möchtest, nimm was du willst. Also ein Smoking Shisha fürs zur Verfügung stellen, echt top. Gerade für so Kopf, ein bis zwei Leute, optimale Menge, kann man ordentlich lang rauchen. Und ja, freut euch aufs nächste Tabak-Video. Euch erwartet der gute, leckere, alte Sherbetly Schokolade. Also ihr Lieben, bis dann. Bis zum nächsten Review.